Hallo ihr Lieben, willkommen auf Parkstraße und Schlossallee. Ich habe euch heute ein Make-up-Tutorial mitgebracht, wie ihr sehen könnt, mit sehr dunklen Lippen für den Herbst jetzt. Der ist ja im Prinzip schon da, das Wetter ist etwas regnerischer und kälter und ich glaube, so langsam kommen alle Leute in Herbststimmung und wollen sich gerne so warm anziehen. Ich habe jetzt zwar einen Tanktop an, aber ich bin ja auch zu Hause. Aber ja, ich freue mich auch schon sehr auf den Herbst. Es ist eine super tolle Jahreszeit und ich finde, man kann ja auch sich langsam mal so ein bisschen an dunklere Lippen rantrauen und herbstlichere Make-ups. Normalerweise mache ich eher mehr mit den Augen anstatt mit den Lippen. Habe die Augen jetzt ein bisschen natürlicher gehalten, also ganz, ganz wenig nur. Und ja, sagt mir mal, was ihr davon haltet. Also für mich ist es sehr ungewohnt, so krass herausgehobene Lippen irgendwie zu haben. Und ja, also schreibt mir mal, ob ihr das gut findet oder ob ihr das eher nicht so gut findet. Und ja, dann würde ich sagen, falls euch interessiert, was ich hier so veranstaltet habe, dann bleibt dran. Als erstes nehme ich mir einen braunen Creme-Lidschatten. Ihr könnt auch Puder-Lidschatten nehmen, das ist gar kein Problem. Und einen fluffigen Pinsel, mit dem man schön so ein bisschen verblenden kann. Und dann trage ich das in der Lidfalte einfach so ein bisschen auf, um das Ganze so ein bisschen zu definieren und einfach ein bisschen mehr Dimensionen in das Auge zu geben. Dann nehme ich mir so einen kleinen Eyeliner-Pinsel hier und einen, das hier ist jetzt ein Creme-Lidschatten, ihr könnt Puder-Lidschatten nehmen, einfach was Schwarzes. Ihr könnt auch euren normalen Eyeliner nehmen, das ist gar kein Problem. Aber ich mache das jetzt hier mit so einem Creme-Lidschatten und halt einem Pinsel und versuche das halt so ein bisschen in den Pinsel einzuarbeiten, damit der schön voll ist mit Produkt. Und dann tragt ihr das am Wimpernkranz auf. Oben und unten ungefähr, also ich würde unten nicht so weit reingehen, ungefähr bis hier und oben bis da, damit das Auge zwar geöffnet ist, also frisch und geöffnet aussieht und die Wimpern so ein bisschen verdichtet wirken. Aber damit es nicht, wenn ihr das nämlich alles hier so rundherum macht, dann wirkt es halt eher ein bisschen zu krass, weil wir wollen ja nachher noch ein bisschen krassere Lippen machen. Jetzt nehme ich mir so einen Pencil Brush. Also der ist zwar etwas fluffiger, aber nicht ganz so fluffig wie jetzt hier so ein größerer Blendepinsel. Und verblende das am Wimpernkranz so ein bisschen, damit das einfach ebenmäßig aussieht und nicht so gerade drauf gepinselt, sondern dass es eben ja einfach schön verblendet ist und nicht ganz so hart aussieht. Wenn ihr das jetzt oben noch ein bisschen intensiver haben möchtet, könnt ihr auch gerne nochmal, jetzt juckt meine Nase, nochmal mit dem Lidschatten reingehen und das noch ein bisschen dunkler machen. Aber für mich, finde ich, reicht das jetzt eigentlich schon. Alle Produkte stehen übrigens in der Infobox, die ich benutzt habe, falls euch das interessiert, was das für Produkte genau waren. Als nächstes nehme ich mir einen hautfarbenen Kajal und trage den auf der Wasserlinie auf, einfach um das Auge nochmal so ein bisschen frischer wirken zu lassen und bisschen zu öffnen, also ist kein Muss, aber hilft auf jeden Fall. Für die Augen fehlt ja dann erstmal nur noch Mascara. So, dann würde ich sagen, sind wir mit den Augen schon fertig und können mit den Lippen weitermachen. Und ich habe mir ja hier für den Herbst so eine etwas dunklere Farbe ausgesucht. Ich habe sowas noch nie vorher benutzt. Also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das so für meine, weil ich ja sehr hell bin und die blonden Haare und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob das so ganz passend ist. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass das gut aussieht oder nicht. Weil ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch. Ich habe das schon mal ausprobiert und weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber bärige Töne sind ja sehr immer für den Herbst und ich würde sagen, ja, versuchen wir es einfach mal und lasst mir auf jeden Fall mal eure Meinung da. So, natürlich fehlt auch noch so ein bisschen Blush. Ich habe mir da jetzt so einen etwas bärigeren auch rausgesucht, damit es halt schön passt. Und werde den jetzt halt eher dezent versuchen aufzutragen. Ich hoffe, es gelingt.
jetzt, wo der Lippenstift getrocknet ist, kommt hier noch so ein Gloss drüber einfach. Und dann sind wir im Prinzip auch schon fertig. Machen wir die Haare noch auf. Also das ist jetzt der fertige Look. Sagt mir mal, ob ihr das gut findet oder ob ihr denkt, dass ich zu blass bin für so ganz dunkle Lippen. Also ich finde es eigentlich jetzt, wo ich es aufgetragen habe, eigentlich ganz okay. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, damit ich da Bescheid weiß. Und ich werde euch jetzt nochmal hier unten zwei andere Videos verlinken. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Und wir Magnolias würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und hier bei uns bleibt. Und hier gibt es echt ganz viele tolle, unterschiedliche Mädels, die super viele coole Videos machen. Also da ist bestimmt für jeden was dabei. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann würden wir uns auf jeden Fall extrem freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye!